nicht so, wenn die Leute schlägt. Hier ist doch den! Hallo, Erich. Bist du neu? Ja, ich bin Büchse. Wir kennen uns aber schon. Du heißt Nick, Schiri drin. Ja, nennen Sie mich bitte Büchse. Okay, Nick, pass auf. Warum bist du bei uns? Was? Seit wann bist du bei uns? Seit 3 Tagen. Was machst du hier? Vorübergehend. Nika ist ein guter Freund von mir und tut mir damit einen Gefallen. Okay. Und warum plötzlich bei uns? Naja, weil ich Nika einer meiner besten Freunde ist und er mir damit einen Gefallen tut. Dann hast du Lutschi Lutschi gemacht am Saki Saki. Nick! Nickilein! Komm mal her! Fahr mich mal zum Metro! Alles klar. Jo, adios. Au. Mann. Willst Hallo, du? Opa. Was willst du jetzt? Was will ich jetzt? Ja, was willst du jetzt mit? Ich bin die ganze Zeit schon mit Büchse unterwegs. Büchse? Ja. Man darf nur alleine fahren! Aua! Das wurde mir aber anders gesagt! Ich such dir das! Dann muss ich ihn jetzt hier rauslassen. Versuch. Weißt du, was mich an diesem Auto hier stört? Was? Wo ist die Motorhaube? Der Erich? Ja? Die haben meine Motorhaube auf dem Gewissen. Das ist meine Motorhaube, ist mein Auto! Fahr weiter! Au, au! Ist ja schon okay. Mann. Soll ich jetzt eigentlich für dich arbeiten oder nicht? Nein, oh. Wir sind voll! Aber wieso? Weil wir voll sind! Na gut! Na gut! Darfst du immer noch nicht für uns arbeiten? Hallo! Hallo! Erich! Würfelpark! Wie muss ich Ihnen zahlen, dass Sie mich Büchse nennen? I'm Blowjob! Ich bin gerade da. Warten Sie kurz, ich muss gerade eine Positiv- und eine Negativliste machen. Oh, Nachteile. Du sollst mal einen Blowjob bezahlen, nicht einen Blasen, du Schwuchtel! Ach so. Ja, und wen soll ich dafür bezahlen? Ja, irgendeine geile Alte! Jetzt ist der auch noch mit uns im Auto fahren. Hallo? Warum bringst du jetzt die Polizei mit? Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Was hab ich dich gefragt? Ich hab nichts gesagt. Warum machst du denn so los, dass die Polizei mit mir bringt? Kann ich nicht Auto fahren? Ich bin doch nicht in Scheiße. Ich hab keine Ahnung. Hallo. Hallo. Wunderschön. So, allgemeine Verkehrskontrolle. Ich brauch das Taxi noch rein. Allgemeine Verkehrskontrolle, warum? Ja, sie sind erstmal, haben da vorne irgendwie... Entschuldigung. Ja, ist das hier? So, sind wir fertig, oder? Lassen Sie nur beim nächsten Mal auf. Und dann gucken wir mal weiter. So, der Herr, von Ihnen hätte ich einmal bitte gerne den Ausweis gesehen. Hallo, ja, Erich, mein Name, mein Junge. Hier, bitte. Dankeschön. Dankeschön, von der Bits. Allgemeine Person. Ja, ich bin die Person. Kontrolliert. Ja, genau, ich habe mal so eine Frage. Ja. Meinen Sie, Sie sind in der Lage, ein Fahrzeug zu führen? Ja. Also, da bin ich mir nicht so sicher. Und deswegen hast du dann auch nichts zu beurteilen. Nick, halt's Maul. Also, Sie hatten hier eine Menge Platz und rasseln in mein Dienstfahrzeug rein. Ja, hab ich auch mit Absicht gemacht. Mit Absicht haben Sie das gemacht. Das ist meine Auffahrt. Ihnen ist schon bewusst, dass Sie gerade zugegeben haben, dass Sie mit Absicht mein Fahrzeug angerempelt haben, dass das eine Straftat ist. Weiß ich. Meine Auffahrt! Polizeiliche Maßnahme. Meine Auffahrt! Ist mir egal! Kannst du nicht einfach einen Feuerwehrweg versperren? Wenn ich eine polizeiliche Maßnahme habe, wenn Sie mir nicht einfach mein Fahrzeug fahren. Wenn da jetzt die Feuerwehr rein muss, du Tox, ich kann gar nicht reinfahren. Hast Feuerwehr! Feuerwehr ist zuvor, das hat zugebaut. Ja. So,
Ich stell mal dann vor, dass man Dann ist die Feuerwehr zugefahren. Und dann kann ich natürlich mein Fahrzeug wegfahren. Nee, nicht so weiter hier, pass mal auf! Du kannst doch nicht einfach meinen Weg hier zu parken, wenn die Polizei, wenn hier die Feuerwehr kommt, will hinparken und du bist vielleicht gerade irgendwie so ein Gangster oder so verfolgt zu Fuß, weil der nicht ausgeraubt hat oder so. Den kannst du doch gar nicht umparken, weil du gar nicht da bist und nicht so das Auto dann wegschieben oder was? Sehen Sie das? Sehen Sie das? Das ist ein Auto. Ja, da ist ein Kratzer. Warte. Wie soll ich das meinem Chef jetzt erklären? Iku. Soll ich das reparieren? Ich bin gut im Reparieren, Herr Erich. Iku. Siehst du? Soll ich reparieren? Jo, reparier mal. Okay. Mach mal ein Finger. Du könntest ja eine Werkstatt besitzen. Ja. Das wollte ich Ihnen vorhin doch erklären. Ich will ja eine Werkstatt besitzen. Okay, das kannst du? Kannst du was reparieren? Ja. Kannst du auch schlimme Sachen reparieren? Ja. Okay, pass auf. Ich habe was mitgebracht. Jetzt sehe ich hier mal was ab. Mal gucken, ob es wieder rausschmeißen kannst. Nein, Sie sehen, wenn Sie jetzt mit dem Ding... Victor, ich bin gerade nicht kennen Sie gewollt. So, jetzt reicht's. Ich kann Ihnen das wieder anschmeißen. So, Sie gehen ja jetzt weg. Was? Sie gehen jetzt weg oder werden getasert? Warte, ich mach aus! So, kannst du das wieder ranschmeißen? Kriegst natürlich du das hin? Kann ich das wieder ranschmeißen. Ja, dann mach mal ran. Zeig mal, wie es geht. So, nehmen jetzt bitte einmal die Hände über den Kopf. Wieso das denn? Ja, guck einmal mal, umdrehen. Wie ich das machen kann! Einmal umdrehen. Was denn? Ich kann das doch mal! Guck mal, wie gut er das kann! Das ist mir vollkommen egal. So, Sie sind jetzt vorläufig festgenommen. Wieso das denn? Alles, was Sie sagen kann, wird vom Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht zu schweigen. Aber warum nehmen Sie meinen Chef jetzt fest? Ja, warum das denn? Sie haben das Recht zu schweigen. Ja, ist mir egal. Muss er nicht vom Recht Gebrauch machen. So. 1-0 für Erich. Ne? Ja, okay. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu Rate zu ziehen. Sollte kein Anwalt erreichbar sein, müssen Sie selbst verteidigen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja. Gut. Soll ich hier Anwalt sein, Herr Erich? So gleich ist er. Kannst du auch Anwaltssachen machen? Ja, ich hab Law & Order geguckt. Ja, dann geht das. Sie sägen mir nichts mehr ab. Was ist, wenn ich Sie absägen lasse? Also, wenn Sie mich absägen lassen wollen, dann müssen Sie erstmal an mich rankommen. So, aber momentan ist noch ein Gitter zwischen uns beiden. Ja, was passiert auf, mein Schlongdong, der haut die aus Maul. Was wollen Sie rausholen? Mein Schlongdong, na, aber ziehen Sie weiter. Ach, die Eier aus Bodenhaltung, meinen Sie?